Liebe Mörserinnen und Mörser, ich freue mich, Ihnen heute auf diesem Wege auch mitteilen zu können, der Haushalt 2020 der Stadt Mörs ist verabschiedet worden und, das ist die sehr schöne Nachricht, ohne dass es zu einer Steuererhöhung kommen muss. Ich darf mich an dieser Stelle wie ich bei der Politik, bei der Verwaltung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dies möglich gemacht haben, ganz herzlich bedanken. Es war nicht selbstverständlich und auch nicht sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können. Sie müssen sich vorstellen, ein Kämmerer hat einen Haushalt aufzustellen, 6 Wochen, nachdem er die Zahlen der Schlüsselzuweisungen bekommen hat. Was sind das für Zahlen? Das sind die Zahlen, die prognostizieren, wie viele Steuereinnahmen der Bund und das Land an die jeweilige Kommune weitergeben. Und dann hat ein Kämmerer 6 Wochen Zeit, daraus einen Haushalt aufzustellen, der gesetzlich verpflichtend genehmigungsfähig sein muss. In diesen 6 Wochen war es nicht möglich, bis Anfang Oktober ohne einen Platzhalter der Grundsteuer B diesen Haushalt aufzustellen. Und deshalb möchte ich nochmal betonen, zu keiner Zeit hatte ich als Verwaltungschef oder der Kämmerer in seiner Verantwortlichkeit den Willen, die Grundsteuer B zu erhöhen, sondern die gesetzliche Vorgabe, einen solchen Vorschlag zunächst der Politik zu unterbreiten. Umso schöner ist es jetzt aber, dass wir keine Anstrengung unterlassen haben, und ich darf nochmal betonen, auch die Politik keine Anstrengung unterlassen hat, gemeinsam mit unseren Töchtern, insbesondere hier sei die Annie zu nennen, es zu vermeiden, die Grundsteuer B zu erhöhen. Und deshalb freue ich mich heute, Ihnen sagen zu können, dies ist gelungen. Wir werden im Jahr 2020 keine Steuererhöhungen in der Stadt Mörs haben.